Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, Leute, lang ist's her. Lange habe ich nicht mehr aufgenommen und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Ton zu laut ist. Ich guck kurz nach. Alles nochmal nachgeprüft, alles ist okay. Okay, im letzten Part sind wir stehen geblieben, dass wir in den zweiten großen Tempel eingedrungen sind und uns zwei Schlüssel geholt haben und die ganze Story mitbekommen haben und ja, gut. Und ne, hab mich gehört, okay. Ja, Leute, lange ist her, dass ich Zelda aufgenommen habe. Wirklich lange. So, dann muss ich mich erstmal wieder in die Steuerung einfinden. Irgendwie mal den Bogen auf die Action-Taste und irgendwie kommt mir der Sound zu laut vor. Ich drehe mal kurz mal also, ne? Für mich. Trip! Trip! Wir können ja für kurze Zeit auf Lava laufen, dank der Goron-Rüstung. Was ziemlich geil ist. Haben wir noch keine Karte? Das ist schade. Verpiss dich. So, komm her. Was willst du? Gut. Down. Geowned. Motherfucker. Tja. Ja, Leute. ich kann mich noch erinnern, wie ich diesen Raum rumgeraged habe als kleines Kind. Ich habe den Raum einfach nicht verstanden. Obwohl es da eigentlich nichts zu nicht verstehen gibt. Das ist, man kann da nichts nicht verstehen. Naja. Ja. Schlechtester Schütze der Welt. Bardovik LP. Live dabei. Da sind Pfeile. So. Die Pfeile wollen wir natürlich haben. Hangen uns mit dem Enterhaken hier schon relativ hoch. Und dann zeigt Link uns seine Balance. Nein! Die Pfeile sind weg. Dann zeigt Link uns seine Balance. Seine ultimative Balance. Er ist so schön. Er hat so eine Grazie. Lass mir das. Oh Mann, wie lange geht der Part noch? Hust, hust. Nein. Ich bin froh, dass ich endlich wieder Zelda aufnehmen kann. Yeah, Mann. Oh mein Gott! Okay, benutzen wir dieses Ding mal als Fahrstuhl. Missbrauchen wir es. Wir haben es als Fahrstuhl vergewaltigt. Gut. Es tut mir leid, falls die Frame-Anzeige oben rechts zu sehen ist. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, sie auszuschalten. Ich hoffe, die stört nicht allzu sehr, wenn sie überhaupt zu sehen ist. Aber nun gut. Oh mein Gott, was ist das? Der Lavaschleim kriecht heran. Wenn du das Feuer auf seinem Rücken gelöscht hast, zerstöre ihn, bevor er wieder entflammt. Entflammt. Schlitz! Schlitz! Down. Owned, motherfucker. Ich sollte nicht so eine Kraftausdrücke benutzen. Schlitz! Geowned! Ah, nee, doch nicht. Ich dachte... Was zur Hölle? Wie viel hält das Ding aus? Mother of God. Leute. Creepy! Schaut euch Link an, er ist so sexy. Oh, er ist so sexy mit seiner spitzen Nase. Lassen wir das. Link verknackst wieder ganz komisch sein Bein, da er kein Sprunggelenk hat, wie Alex schon bemerkt hatte. Was weiß ich, wie viel Part? 20. oder so. Ja, Leute, 33. Part, ne? Längstes Projekt bisher. Ich weiß auch, mein erstes ist, aber mal davon abgesehen. Da! Was ist denn hier? Hä? Sind wir jetzt von da gekommen? Ja, sind wir von da gekommen. Okay. Sorry, Leutskis! Hinauf. Nicht einfach nur dumm gegen das Ding laufen. Gegen den Muslimstein. Gegen den Türkenstein. Nichts gegen Türken, die zu gucken, aber gut, als kleines Kind fand ich das hier auch
déjà auf die Titten gehend. Der hat mich so abgefuckt, der Raum. Weil man so wenig Zeit hat. Na gut. Aber jetzt ist es kein Problem. Weil ich weiß, wie es geht. Damals habe ich immer ganz komisch mit dem Entehaken versucht, aber... Lassen wir das. Und ich habe keinen Schlüssel. Ich glaube, das werde ich bereuen. Oder? Nee, doch nicht. Yay! Wir bereuen es nicht. Yay! Ich komme bei der Stimme nicht so hoch. Yay! Gut. Dann spielen wir mal Pinball mit Link. Ja, genau. Kugeln, ja. Die Kugeln hören einfach mal so auf zu rollen. Und rollen auch um die Ecke vor allem. Ach, aber lassen wir das. Das ist Nintendo-Logik. Ja. Das ist die allseits bekannte Nintendo-Logik, die einfach keine Logik hat. Scheiße, haben wir noch Feen? Ah, ja gut. Da! Da 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 um ehrlich zu sein, wandere ich hier gerade ziellos umher. Okay, da ist eine Tür. Merken wir uns. Gesaved. Genau hier. Hier war dann nichts so gewohnt, ne? I think so. Ja. Yeah, man! Corona, wir kommen zur Hilfe. Yeah, man! What problem? Na, wie spreche ich denn? Ganz dumm. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Du hast mich gerettet, dafür offenbare ich dir ein Geheimnis. Hast du Feuer gefangen? So schwinge dein Schwert oder rolle dich über den Boden. So lässt du es schneller. Bino auch alle Beats hier. Nein, lassen wir das. Ein kleiner Schlüssel für eine riesengroße Tür. Überhören wir mal ganz gekonnt die Skulltula. Und jumble. Crumble hier weiter rum. Okay. I don't know what I'm gonna do. Aber, von da komme ich. So. Ich muss jetzt irgendwie da hochkommen. Ah! Oh, oh, Leute. Oh. Unglaubliche Szenen spielen sich ab. Yeah, man. Der nächste Corona befreit. Yeah, man. Ganz tief. Ah, da, rauschen. Rauschen. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Da du mich befreit hast, verrate ich dir ein Geheimnis. In diesem Tempel gibt es Türen, die dich beim Versuch, sie zu öffnen, erschlagen. Sei gewarnt. Besitzt du das Relikt der Kronen, in Klammern Hammer, kannst du sie zerschmettern. Lass mir das. Ein kleiner Schlüssel. Ein winzig kleiner Schlüssel für eine riesengroße Tür. So, irgendwo haben wir uns hier eine... Scheiße, Mann! Irgendwo haben wir uns hier eine verschlossene Tür gemerkt. Ich rekonstruiere einfach meinen Laufweg. Das Spiel ist so geil! Ich bin so froh, es wieder zu spielen, ey. Boah, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, Leute. Was hier? No, it wasn't. Ich weiß, der Sound geht major auf die Titten. Aber, nun gut. Lassen wir das. So, hier war auch irgendwas. Hä? Irgendwas muss ich... Ah, da, genau, gut. Ich wollte nämlich gerade schon meinen Bogen zücken, aber... Ja! Ah! Oh, oh. Wenn man den Bogen einmal gezückt hat, dann kann man ihn nicht wieder loslassen, einfach so, ohne den Pfeil zu verschießen. Aber nun gut. Gut, erstmal. Ja,
Na, ja, muss, machen wir halt den Raum zuerst. Leute. Wenn wir hier runterfallen, dann sind wir wieder ganz am Anfang. Komplett am Anfang. Also der erste Raum, in dem wir waren. So, was gibt es hier? Hm. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Hat der Typ da meine Unterwäsche an? Viel zu früh angesetzt. Die Labyrinthkarte. Wer hätte es gedacht? Hust, hust. Gut, das war's auch schon mit dem Raum. Und hätten wir den zweiten Schlüssel nicht gefunden, also sprich den zweiten Goron nicht befreit, dann könnten wir hier nicht weiter. Dann müssen wir erstmal wieder ins Labyrinth gehen und darauf habe ich keinen Bock. Kein Bock, Alter, so voll Swag. Gut, hier müssen wir uns beeilen, denn, Leute, hier kommen Laufpassagen nicht zu kurz. Komm. Like a Sonic! Yeah, man! Oh mein Gott. Like a Sonic. Rolling around at the speed of sound. Ah! Wer mein Sonic Let's Play verfolgt, der kennt das Lied. Gut, da hätten wir noch nicht hochgehen können, denn dafür brauchen wir einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Und den bekommen wir erst hier. Was macht der denn da rum, ey? Watch out! Ja, mach doch halt! Oh, Junge. Kling! Kling! Na, ich treffe ihn nicht. Ich bin zu dumm dafür. Bam! Down! Get out, motherfucker! Hey! Listen! Look! Hey! Look! Listen! Link, ich kann unter uns Stimmen von Goron hören. You don't say. Das müssen wir jetzt mit einem mit einer Bombe aufspringen, aber erstmal befreie ich hier den Goronen. Oh, ich habe jetzt schon keinen Bock, den Hammer zu holen, ey. Es wird so scheiße mit dem scheiß Gamepad, ey. Das ist so unpräzise. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Zeit läuft. Ich hoffe einfach mal nicht. Denn, naja, mein Gamepad ist nicht dafür gemacht, präzise zu sein, weil ich einfach mal denke, nee, den Badewig-LP, den verarschen wir heute mal. Oh, wie der Typ mich damals aufgeregt hat. Also, mit Typ meine ich. Das Ding hier. Ja, mal one-hitte ich die, mal nicht. Mal brauchen die 5000 Millionen Trilliarden Schläge. Die Qualen haben ein Ende. Ja, das kannst du mal glauben. Ich bin frei. Ja, also als Dank für meine Befreiung, ne, da verrate ich dir mal was. Das kannst du mal glauben. Ja, das ist alles hier jetzt ganz scheiße. Findest du auf Arcade einen Ort, den du nicht erreichen kannst? Versuch es mit der Ocarina. Ja, das kannst du mal glauben. Guck mal, Leute. Der ist gerade eben einfach nur gerade ausgegangen. Aber hier ist ein... Hier ist eine Kante. Das heißt, er wurde gerade von dem Stein überrollt. Sehen das ganze Blut da kleben. Oh mein Gott, Johnny! Nein, Johnny, warum? Okay, lassen wir das. Sacken auch hier den Schlüssel ein. Oh Mann, Leute, der Part ist gleich vorbei. Not very good. Wir müssen so viel schaffen wie möglich. Wir müssen so schaffen wie möglich. Ne? Genau. Da! Wie der einfach nur am Rumstöhnen ist, ey. Kann Link eigentlich sprechen? Ja. Twilight Princess hat er ja einen Satz gesagt. Und zwar, ich habe den Namen vergessen. Der spielt doch immer mit der Route. Wie hieß denn der jetzt? Peinlich! Oh, ey, sonst kann ich... Oh, leck mich. Nö. Sonst kenne ich die ganzen Namen eigentlich auswendig. Na, im Laufe des Let's Plays komme ich... Im Laufe des Let's Plays komme ich noch darauf. Und dann macht euch gefasst. Dann irgendwann mitten im Let's Play schreie ich einfach mal... Ja, nicht so! Ja, jetzt hast du auf einmal ein Sprunggelenk, ne? Ja, ist klar. Damit lassen wir das. Und befreien den Goronen und erstellen eine Abkürzung hier.
Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Hab Dank. Du bist mein Retter. Höre meinen Ratschlag. In diesem Tempel wirst du auf eine Kreatur treffen, die dich attackieren. Während sie tanzen. Gegen Pfeile sind sie immun. Find the Relic der Gorons. Und du wirst auch diesen Enemy beswingen. Gut. Sacken wir auch den Schlüssel ein. Ich weiß gar nicht, ob ich im letzten Part darauf eingegangen bin, dass hier so eine komische Moslem-Mucke war. So, ja. So ganz komisch, so. Voll unangenehm. Und man kann links schön unter Rock sehen, wo die Beine einfach mal so mittendrin aufhören. Creepy. Komische Polygonverschiebung. Aber nun gut. Alter. Verpiss dich. Alter, weh, du kickst mich da runter, dann gehe ich ab wie Zäpfchen. Aber wie geöltes Zäpfchen. Ja, genau, kriege ich dort hin. Und er dreht sich zu mir um. Sire! Schlitz! Schlitz! Down! Geowned. Gut, dann jumpen wir auch hier rüber. Machen auch die Tür auf. Gut, Leute. Jetzt ist die Feuerwand dort. Das heißt, es muss noch schneller sein als letztes Mal. Schaffen wir das? Na klar! Nicht, wenn ich erstmal in die falsche Richtung laufe. Verpiss dich! Oh mein Gott. So. Hier bleiben wir erstmal stehen, bis die Feuerwehr vorbei ist. Tschüss! So. Dann können wir hier ganz einfach rüber jungeln. Ganz komisch nach oben geglitscht. So, oh, ich dachte gerade, hier wäre noch ein Grone. Da hätte ich mich aber gefragt, wo ich lang muss. Gut. So, jetzt sind wir in dem beschissensten Raum im ganzen Tempel. Warum? Sag du es mir! Oh mein Gott, ich habe ihn getötet. Oh Gott. Das da ist zum Beispiel so eine Fake-Tür. Ich hoffe, es ist in der Aufnahme nicht zu hören. Gut. Hopp da. Okay. Gut. Dann jungeln wir hier mal lang. Und hoffen. So, ich kann euch mal zeigen, was passiert, wenn ich so eine Fake-Tür öffnen will. Oh mein Gott, ich hätte nicht. Oh, toll, danke. Danke. Jetzt darf ich es nochmal präsentieren. Ich wusste nicht, dass. Oh mein Gott. Oh, Alter, die ziehen ganz Herz. Scheiße, Mann. Schnell weg. Oh mein Gott. Hier ist aber eine echte Tür. Gut. Schnell reingejungelt. Truhe. Was ist da wohl drin? Das erfahrt ihr im nächsten Part, mein Schatz. Oh scheiße, ich wollte ja... Ach scheiße. Bei Zelda wollte ich ja 15 Minuten ein... Hä? Sorry. Okay, ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Scheint auch das nächste Mal, wenn das heißt. Irgendwann fängt der Typ zockt. The Legend of Zelda, Green of Time. Okay, bis dann, Leute. Ciao.